Ja, das, aber wir können doch schwimmen. Man kann doch jetzt schwimmen in Sims 3. Das hat es zuerst nicht gegeben. Ist, glaube ich, damals mit Jahreszeiten rausgekommen, wenn ich mich noch recht erinnere. Ist ja auch schon lange her, wenn wir denken. Jetzt haben wir ja schon, sogar schon 2018 ist jetzt schon fast vorbei, das Jahr. Jetzt kommen wir schon zu 2019. Und eben, nächstes Jahr ist dann Sims 3 10 Jahre alt. Das, was wir jetzt eigentlich gerade spielen, das Spiel ist dann 10 Jahre alt. Aber ganz ehrlich, für die damalige Zeit ist es echt eine sehr, sehr gute Grafik. Vor allem für eine Simulation. Man muss ja mal überlegen, hey, das ist ja ein bisschen anders, aber es sieht trotzdem Hammer aus. Für Sims reicht's für alle Mal. So, oh, ist ein bisschen kalt hier, aber es geht schon. Ich wünschte, Chris wäre jetzt hier oder irgendjemand anders. Ich fühle mich so allein. Lonely, I'm so lonely. I have nobody for my own. Und ja, keine Ahnung, wie der Song weitergeht. Ja. Mann, Alter, das Let's Play. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so spannend ist es jetzt nicht gerade, was jetzt momentan jetzt in letzter Zeit passiert. Aber es ist ja auch nicht so spannend, weil wir jetzt eigentlich auch keinen Unterricht haben. Es ist ja erst morgen wieder. Chris spielt mit. Mit sich selbst oder was? Nee. Spielt mit niemanden, aber steht einfach nur hier rum. Hauptsache hier steht spielen mit. Komisch. Hä? Tamora. Da jetzt aber. Hallo, jetzt Pause. Genau, mit Tamora. Was wollten wir mit Tamora machen? Sie irgendwo einladen nach. Komm, das müsste doch. Das muss doch möglich sein. Ach nee, ich depp. Smartphone. SIM anrufen. Einladen nach oder beziehungsweise um Verabredung bitten, komm. So, hier, Alter, kriege ich das heute noch hin, um Verabredung bitten. Chris kennt niemanden gut genug, um ihn auf ein Grundstück einzuladen. Los, raus mit dir. Du musst unbedingt andere Sims kennenlernen. Was? Der sagt zu mir, ich hätte angeblich keine Freunde? Alter, die sind doch hier. Ich weiß nicht, wie viele ich hier Bekannte habe. Was soll denn das jetzt? Oder muss ich etwa per Karte das machen? So, die Frage ist natürlich, wo wollen wir jetzt überhaupt mit Tamora hin? Ins Kino könnten wir eigentlich gehen, ne? Ist eine gute Idee. Oder einfach mal da, wo wir noch nicht waren. So, ach ja, da unten ist Philipp. Am Strand gerade. Was ist denn das hier? Kann man das eigentlich hier betreten? Ja, kann man, aber ist jetzt nichts Spannendes. Das ist einfach nur ein Feld irgendwie und eine riesige Tafel, die nicht mehr verwendet wird, schon seit Jahren irgendwie. Und da oben ist noch so ein Wasserturm. Ja, richtig spannend eigentlich jetzt nicht. Muss man schon zugeben. Obwohl, hier könnte man so ein geiles Motocross-Rennen irgendwie so machen, ne? Was ist das hier? Das ist einfach eine Farm oder eine Hütte mitten im Nirgendwo. Haben sie einfach mal hier reingeklatscht. Gerade mal so ein bisschen mal als Deko, ne? Der Aussichtspunkt. Das letzte Mal waren wir hier. Ist der Teich zugefroren schon? Nee. Okay, zugefroren ist er noch nicht. Sieht aber von oben irgendwie so ein bisschen aus. Wir waren das letzte Mal Laco Senior Park. Signore, Signore. Und jetzt gehen wir Aussichtspunkt. Mit Tamora King? Ja, Gott sei Dank. Nice. Also Philipp ist am Strand. Den geht's wohl hoffentlich gut, ja. Ist nur halt immer ein bisschen allein, aber was soll man machen? Schwimmt ein bisschen vor sich hin im Meer. Und könnte vielleicht noch ein bisschen weiter rausschwimmen, bis dahin zum Beispiel. Was kann man zum Beispiel noch hier machen? Stein springen lassen. Ja klar, im Wasser. Na, okay. Hierher schippern, Windsurfen. Ach, wie geil, Schnorcheln. Man hat da schon ein paar Möglichkeiten, aber wir werden dann später, ne, später vorbeischauen beim Philipp, wie er sich denn so schlägt. So, jetzt aber erstmal mit Tamora, mit meiner süßen Schnucki zum Aussichtspunkt. Das ist ja mal wirklich mal was anderes. Boah, Alter, ich muss wirklich echt sagen. Ich muss wirklich sagen, Leute. Ich muss mich wirklich entschuldigen, weil ich habe ja jetzt, wie gesagt, 2 Wochen lang nicht aufnehmen können. Und da kommt man dann schon ein bisschen aus der Fassung und muss mal wieder ein bisschen reinkommen. Auch das von einem professionellen Let's Playen. Weil ich mich ja immer so ein bisschen komisch anhöre. Beziehungsweise so.
Ja, man merkt es bestimmt. Oh, süß, da sind jetzt so Herzchen drüber. Philipp hat die Grundlagen des Gebiets Athletik begriffen. Oh, ach so, er hat Muckis aufgebaut, mein Gott. Er wird sich immer an den Augenblick erinnern, als plötzlich alles ganz klar war. Natürlich. Manche Sims trainieren. Ach so, ja, das haben wir ja schon mal gelesen, glaube ich. So, jetzt aber hier. Wer ist denn dieser Typ? Ludovico. Alles klar. So, hey, meine Schnucki. Ich klicke extra auf die Brüste. So, mit Date lernen. Ach, wie geil. Mit Date. Erst einmal romantisch, natürlich küssen. Der Ankunftskuss quasi. Ins Ohr flüstern. Ich weiß nicht. Ja, okay. In Arme springen. Nee, komm. Händchen halten. Ja, Händchen halten können wir natürlich. Dann feste Beziehung vor. Alter. Feste Beziehung vorschlagen. Was ist denn das hier für ein Zeichen? Da ist irgendwas durchgestrichen. Warte mal. Was hat er denn hier als Merkmal? Ach, bindungsphobisch. Stimmt, er ist ja bindungsphobisch. Das heißt, er würde niemals mit einer Freundin zusammenkommen, sondern er macht das einfach immer nur so aus Spaß. So just for fun, ne? So One-Night-Stand. So ist das. Ach, so ist er. Der Chris ist also so ein Typ. Na, okay. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich nie was mit einer richtigen Freundin. Außer er überwindet einmal sein Merkmal oder man kann diesen Merkmal löschen oder austauschen. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ob das überhaupt geht, werden wir noch irgendwann einmal herausfinden. Jetzt aber erstmal flirten und ja, rumschmusen und zusammen romantisches Foto aufnehmen. Hey, Schnucki, komm mal her, du. Du bist so gut aussehend und so muskulös. Ich weiß, ich beiß dir gleich ins Ohr. Bin ein wilder Tiger, weißt du? Ja, und die Muskeln, die sind einfach so angespannt. Dabei spanne ich sie nicht mal an. Prahlerei. Und was würdest du sagen, wenn ich dir eine Rose schenken würde? Das wäre so. Das O. Okay, das, ich glaube, es wird ein bisschen zu übertrieben. Ach ja, die Liebe. Die Liebe. Oh. Oh, süß. Richtig cute. Und diese. Ach, und das sind Nerds und die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, oh, Alter, die sind ja jetzt hier zusammen. Bäh. Oh! Oh, ja, schau mal her, schau mal! Was geht denn hier ab? Ja, mein Gott, Jungs! Das ist ja mal eine positive Überraschung. Das habe ich am Anfang schon immer gefeiert in Sims, dass hier geschlechtsneutral ist. Das heißt, die Sims-Entwickler haben auch gleichzeitig geschaut, dass man auch mit Männern zusammenkommen kann oder Frau-Frau. Und das ist ja auch wirklich selbstverständlich. Ich meine, ganz ehrlich, darüber brauchen wir gar nicht mehr diskutieren heutzutage. Das ist wirklich lächerlich. Denn lasst einfach die Leute lieben, egal welchen Geschlecht, ne? Das haben wir ja schon mal durchgekaut. Und ich finde es echt ekelhaft, richtig ekelhaft, dass es immer noch Leute gibt, die das immer noch, ja, nicht okay finden. Ich meine, das ist ja wohl wirklich, das, nee, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Rebellen sind intellektuell angehauchte Sims, die den Status quo in Frage stellen. Wieso ist er jetzt schon wieder Rebell geworden? Ach, jetzt ist er auf einmal, ach, natürlich, jetzt ist er wieder Rebell. Chris kann sich auch nicht entscheiden, und was schreit die hier rum? Amelie, Amelie oder Emily. Emily, wow. Ist die Detective oder so? Die hat nämlich so einen, naja, schicken Anzug an. Ach, und was machen die hier? Alter, was machst du? Was macht der Harold? Harold. Muss ich etwa eifersüchtig werden? Muss ich? Oh, Tharg.
Blumen bekommen. Oh, was wie? Wir von ihr? Ach, sie will sich wahrscheinlich revanchieren. Ach man, das ist aber süß. Hey du, Schnucki, ich habe auch eine Blume für dich diesmal. Oh, ja, hey, ist aber eine Überraschung. Die duften auch so, noch so. Dankeschön, mein Engelchen. Oh, das ist doch richtig romantisch, so süß. Und hinten da spielt irgendjemand mit der Gitarre rum. Sophie Mender. Geile Aussicht. Die Uni ist was Besonderes. Hier ist alles möglich. Hier kann man studieren, Blödsinn machen. Campen, schwimmen, Sport betreiben, alles. Ich bin nicht gut eigentlich, unbedingt einen Text, einen zufälligen Text zu erfinden. Ich bin da nicht gut darin. So, oh, Philipp ist ja gar nicht mehr... Der ist ja woanders, der ist schon wieder... Ach, der ist wieder zu Hause. Wieder mit Tammy. Irgendwie versteht das sich mit Tammy gut, ne? Du magst doch auch Musiknoten, ne? Ach, Schlampe. Immer noch im Badeanzug. Sag bloß, er ist mit Badeanzug hier nach Hause gefahren. Im Herbst. Ach nee, wir haben ja Sommer, stimmt ja. Hä? Wir haben Sommer? Haben wir schon immer Sommer gehabt? Oder haben wir nicht Herbst gehabt? Mir ist doch vorgekommen, wir haben Herbst. Ach, sag jetzt bloß, der hat das jetzt irgendwie zurückgestellt, weil die Einstellungen wurden auch wieder zurückgestellt von Sims durch das Nvidia-Update. Dass wir jetzt dann ständig nur Sommer haben. Das dürfte eigentlich nicht sein, oder ich bilde mir das wahrscheinlich wieder nur ein. Ich habe keine Ahnung, ich bin ein bisschen durch, so. Nee, heute ist nämlich so ein trägerischer Tag. Eigentlich ein perfekter Tag zum Aufnehmen, für Let's Plays zu machen. Weil draußen nämlich echt so wolkig und so zu ist und einfach so typisch Sonntag. Heute ist nämlich auch noch Sonntag. Perfekt. Und ja. Gleichzeitig fühle ich mich ein bisschen müde. Na, so ist ein bisschen blöd beim Let's Play. Ja, keine Ahnung, wie lange die Tante hier noch trällern wird. Lalala, Entschuldigung. Alter, ganz ehrlich, wenn es sogar für mich zu langweilig wird, dann muss das echt was heißen. Mit Date lernen. Romantisch, flirten und dann bitten, in die Sterne zu schauen. Weil so spät ist es ja noch gar nicht. Wir haben ja erst 6:45. Aber Chris ist dafür schon sehr müde, also hoffentlich geht sich das noch aus. Hey Schnucki, wie wär's, wenn wir einfach, ein bisschen in die Sterne schauen? Was hältst du davon? Oh, und die Universität ist erleuchtet. Na, wie wär's? Absolut! Schauen wir uns die Sterne an! Hab ich jetzt gerade geschrien? Mit der hohen Stimme kann ich leider nicht leiser. Muss ich immer volle Power geben, weil sonst kommt die hohe Stimme gar nicht raus. Alter, es geht gar nicht mehr perfekter. Ah, ist das romantisch. Du hast da so eine Sternschnuppe gesehen, Schnucki. Ist das so? Ja, es ist voll schön, aber ganz ehrlich, es wird irgendwie spät, du siehst doch. Die Universität leuchtet schon und ich irgendwie... Siehst du, du bist ja auch schon müde. Komm, wir gehen nach Hause. Oh, na gut, wenn du das so sagst, dann gehen wir mal nach Hause. Ich glaube, Philipp müsste auch schon zu Hause sein. Keine Ahnung, wo der heute eigentlich rum war. Tja. Philipp. Will zocken, natürlich. Was denn sonst? Aber ganz ehrlich, vielleicht lernst du für morgen noch. Ich meine, ah ja genau, der ist jetzt krank. Stimmt ja, sorry. Ja, dann kannst du... Ach komm, lernst du trotzdem am Computer. Weil morgen wird er leider ausfallen müssen. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Er wird nun mal einfach...
Ja. Zu Hause bleiben müssen. Außer wir sagen natürlich, er geht einfach trotzdem weiter studieren, weil wir wollen ja eigentlich, dass er 1,0 Note hat, ne? Also so übertrieben natürlich nicht, aber es soll schon eine gute Note werden. Und ja. So, Chris. Ah, da kommt er schon angelaufen.